Leute, jawohl, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni. Und ihr habt es in den Kommentaren schon geschrieben, ich war eine blinde Nimbus. Ja, ich bin schon im richtigen Gebäude, denn hier ist die letzte Taube. Hallo. Na, dieser Vogel ist der, sieht er das an, Mann, die Taube hat überhaupt keine Angst vor Menschen. Die ist so zahm wie noch was. Hey, schau dir, kleines Sister, glaubst du? Ja, ja, das ist unsere Taube. So, ja, danke. Und wir haben alle drei Tauben zurückgebracht. Tröpfchen hat schick gesagt. Und ja, wir holen uns unsere Belohnung ab. Dann haben wir auch alle Sidequests erstmal gemacht. Hallo. Ja. Zwei Phönix hier. Okay. Zwei Stempel dazu bekommen. Boah. Okay. So. Jetzt gibt es eigentlich noch einen Regenbogen. Habt ihr schon erspäht. Du musst mich jetzt nur nicht entdecken. Das ist wichtig. Ja, ja, darfst du mich entdecken? Angst? Nein? 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 Jetzt langsam. Jawoll! Ich bin. So. Erstmal. Zauber. Eis ist kalt. Das ist gestorben. Nicht die Mana. Oh, das heißt, das für so, zeig nochmal dein Eis ist kalt. Bam. Top, tot. Das heißt, wir haben jetzt das dritte Regenbogenblatt. Können wir mal ganz kurz. Ah ja, okay. Perfekt. So, okay, wir haben jetzt drei Regenbogenblätter. Und Monster Quests haben wir, glaube ich, nicht mehr. Schaut nicht so aus. Gut, dann bringen wir jetzt den Freibrief, den wir in der letzten Folge geholt haben, zu unserem Captain. Und dort kriegen wir dann unser Schiff. Hoffe ich doch mal. Also, unsere Liefen hat auf jeden Fall gesagt, wir dürfen mit dem Schiff schuppern. Deswegen wird es unser Schiff schuppern haben. Ein Schwammstein. Okay. Ich weiß leider noch nicht, wo man den Kieselstein bekommt. Fackeldolch. Irgendjemand, ich glaube, es war sogar Jamie, die ich hier übrigens sehr schön grüßen möchte, denn Jamies Kommentare bei meinen Rollenspielen sind immer sensationell. Und kann sein, dass das was abgeschrieben ist, war eine Waffe, die man herstellen kann. Schauen wir mal die Formel. Steht alles in meinem magischen Begleiter und dann drin. Alchemie. Und jetzt müssen wir halt schauen. Was könnte es denn sein? Sagenschwert, Fackeldolch. Ein Steinsplitter, ein Glimmstein. Ich sag auf jeden Fall, Steinsplitter ist irgendwo viel zu bauen. Da nicht. Das heißt, ich blätter jetzt einfach so. So ist es gut.
Nein. Steinsplitter brauchen wir. Steinsplitter, Steinsplitter. Steinsplitter. Steinsplitter essen kann. Also man kann schon, aber geht einem halt danach nicht mehr so gut. Steinsplitter, wo bist du? Ne, scheinbar nicht. Also den Steinsplitter kann man, so wie es aussieht, nicht herstellen. Oder ich irre mich einfach und ihr sagt mir, du Depp. Der geht auch ganz einfach. Schau auf die und die Seite, da siehst du ihn auch. Naja. Alles klar, eins nach dem anderen. Sagen wir dem Captain Bescheid, dass wir zurück sind, was? Wenn er uns direkt auf sein Schiff lässt, müssen wir die Badesachen nicht anziehen, oder? Wirklich? Wie schade. Ich habe mich richtig an meine gewöhnt. Ich kann es kaum erwarten, Captain Neumal klug einen Freibrief zu geben und ihm zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Na dann los. Wir haben die nötigen Informationen, um den nächsten großen Weißen zu finden. Wir sind bereit. Es ist aber schon seltsam, oder? Dass jemand in dem Alter schon ein Weißer sein kann, meine ich. Er ist viel jünger als mein Vater. Und auch um einiges hübscher und so. Wir müssen sofort nach Schweinfurt. Los, gehen wir zum Captain. Ach, der schon wieder. Hehe, das ist jetzt meins. Nee, wie hab ich denn gesprochen? Das ist jetzt... Blablabla. Vielen Dank. Er hat mir was geklaut. Der schon wieder. Nein, das Bild. Er ist weg. Was? Und der Freibrief auf. Er hat beides gestohlen. Mann, was für eine Nervensäge. Na los, hinterher, oder nicht? Schnappen wir uns den Burschen. Oder hochgelaufen. Dadurch, dass er natürlich... jetzt keine Sterne mehr da hat. Einiges genauer umschauen hier. Da hinten ist er. Okay. Die haben wir schon mal gefunden. Ich möchte aber eine Quest abgeben. Und zwar die mit dem wunderschönen Regen. Ja! Ich habe die Sachen dabei. 4 Wildblumen-Eisbecher. 3 Stempel. Zusatzstempel. Schade. Da ist er. Ich hab doch gesagt, dass du ablegen sollst. Dieser Freibrief gehört dir nicht. Ich kenne dich, Jeep. Du hast sie gestohlen. Von wem? Wen kümmert's? Sei einfach still und lass mich an Bord, okay? Ich habe den Brief. Das heißt, ich darf mit dem Schiff reisen. Ich kenne meine Rechte. Bringst du mich jetzt in die Herbstlande oder nicht? Na? Immer mit der Ruhe vor. Kein Grund, sich so aufzuregen. Was ist denn so dringlich, dass es nicht auf einen günstigen Wind warten kann? Ich muss ihn finden. Ich muss ihm sagen. Ihn? Von wem sprichst du? Er hat genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Barthaare. Cool. Hör zu. Ich muss einfach nur mit jemandem dort treffen. Er macht alles falsch. Deswegen muss ich hin und ihm sagen, wie es richtig geht. Komm schon, bring mich hin. Und du bist im ganzen Ort berüchtigt. Warum sollte ich dich auf mein geliebtes Schiff lassen? Hör zu, ich muss dorthin, verstanden? Wenn du mir irgendetwas zustößt, weil du mich nicht mitnehmen willst, werde ich... Das wirst du nicht so schnell vergessen. Spar dir deine leeren Drohungen. Sag mir lieber, von wem du sprichst. Warum willst du, dass ich dich zu ihm bringe? So, das geht erst jetzt an. Und jetzt sei still und leg ab. Halt, gib uns unsere Sachen zurück. Verdammt, ihr schon wieder. Du bist wieder da, Junge. Sei gegrüßt. Warte, der Freibrief? Gehört er dir? Ja, Captain, er hat ihn uns gestohlen. Hatte ich mir schon gedacht. Die Kulifin würde einem gemeinen Verbrecher niemals ein solches Privileg gewähren. Verschwinde. Weißt du, du wirst mich nicht mitnehmen, aber, verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht, dass ich alles für ihn tue? Ich muss da hin. Was ist das? Gib Acht, Olli, da stimmt etwas nicht. Der schwarze Nebel, das ist auch ein Albtraum.
also wenn sie so eine Kiste sehen. Oh nein, was ist das für da? Vorsicht, er greift an. Was? Oh nein. Ich weiß nicht, ob es wieder gab, aber... Entschuldigung. Thank you.
Aufwachen! Was für ein Albtraum besetzen, Mann. Hast dich ein bisschen komisch aufgeführt, deswegen. Gibst du uns jetzt unser Bild zurück? Seid still, ihr alle. Lasst mich in Ruhe. Kommt einen Schritt näher und ich werde euer wertvolles Bild in Stücke reißen. Oh je, was sollen wir nur tun, Tröpfchen? Denk, er hat immer noch ein gebrochenes Herz. Aber ich frage mich, was ihm fehlt. Ah, kapiert. Wie die Kuli, finde ich. Ihm fehlt Zurückhaltung. Deshalb kann er nicht anders und klaut, was ihm unter die Finger kommt. Wir müssen also noch ein bisschen Zurückhaltung finden, oder? Aber wo sollen wir suchen? Abula hat uns schon mit seiner ausgeholfen. Das wäre doch was für deine Fiole, oder Olli? Laguna ist nicht sehr groß. Hier finden wir im Handumdrehen ein bisschen Zurückhaltung. Dann machen wir uns auf die Suche. Es ist mir egal, was ihr macht, solange ihr es irgendwo anders macht. Haut schon ab! Gut, lassen wir nur einen... ja, gefährlichen Mann, der immer mal wieder ausbrechen könnte. Alleine. Kein Thema. Naturnähe, was sagst du denn? Ja, was soll ich denn? Oh, Mann, du siehst aber nervös aus. Was ist denn los? Ah, du verstehst, was ich sage. Mein Glücksfall. Ich warte auf jemanden wie dich. Kannst du mir über etwas helfen? Wo geht's denn? Auf meinen Freund. Vor einigen Tagen wurde er von einer Riesenwelle fortgespielt. Bitte findet ihn. Ich werde es selber tun. Dann verlierst du den Wind. Eine blaue Krabbe selbst. Eine blaue Krabbe. Und der war der Riesenwelle. Ja, super. Na gut, weißt du vielleicht, in welche Richtung er verschwunden ist? Gute Frage. Ich nehme an, die Ströme haben ihn wohl nach Osten getragen. Aber er weiß ich leider auch. Ja, okay. Ich dachte nur, dass ihr mit eurem Schiff direkt davon seid. Was du? Vermutlich. Na gut, Krabbe. Wir werden einen Freund für dich finden. Ah, tolle Neugier. Danke. Gut, jetzt mache ich schon Aufgaben für Krabbe. So, wo haben wir hier denn? Überhaupt Leute, die... wahrscheinlich irgendeinen Gehäuse oder einen der blinkenden Punkte. Ich schaue zuerst einen der blinkenden Punkte. Hast du irgendwas? Nein, du weißt nicht. Oh, den kennen wir doch. Einen
Topf. So, passiert die auch. Du meinst, du hast noch immer keinen passenden Ort für unser Lager gefunden? Himmel, du bist nutzlos, vollkommen nutzlos. Hey, wie redest du mit mir? Ich muss mich Tag aus, Tag ein mit dir herumschlagen. Ich rede so viel mit dir, wie es dir passt. Ui, das war doch gemein. Ich weiß auch nicht, das scheint eigentlich ihre Art zu sein, oder? Was platzt ihr beinahe so? Das geht nur mich und meinen Taugenichts von einem Gatten etwas an. Bitte, du musst etwas zugeschossen sein. Du bist nicht mehr du selbst. Ja, na klar, Mann. Sie hat ein gebrochenes Herz, nicht wahr? Echt? Ohne Zweifel, die leidet an einem schweren Mangel an Güte. Das kannst du mir glauben. Wenn wir nicht helfen, wird die jemand zur Hölle machen. Ja, okay. Da brauchen wir jetzt... Was haben wir denn eigentlich? Haben wir Güte? Irgendwas hatten wir noch. Oh ja, Güte haben wir. Ich weiß nicht, was ihr mir gefahren ist. Ich kann es nicht glauben, dass ich dich so behandelt habe. Ist schon gut, ich stehe drauf. Danke, Junge. Ich weiß nicht, was du dich auf uns gewollt hast. Bitte das hier. Karottenküchlein, zwei Stämmlein. Zack. Und. Es ist nur das Mädchen, was die andere Aufgabe hat. Da ist noch so eine Krabbe. Sagst du mir, das ist der Ja. Dann halt nicht. Auch gut. Aber ich kann mal ganz kurz schauen, was es denn alles für Belohnungen gibt. Vielleicht hat sich ein bisschen was verändert. Aufträge einfordern. Ja, genau, die haben wir ja gemacht. Plopp. Ich möchte ganz gerne Belohnungen abholen. Okay, wir haben 4 Stempelkarten. Das wäre ganz interessant. Also, ich warte lieber noch ein bisschen. Deshalb gibt es irgendwas, was richtig geil praktisch ist. Und kostet 6 oder 7 Stempelkarten. Und dann habe ich alle ausgegeben für irgendwas, was zu kurz ist. Da unten ist eine Schatztruhe, ich möchte. So. Du sagst mir nichts, oder? Na, du, bei dir kann ich noch kaufen. Okay. Wie sieht's hier aus? Ist hier jemand mit Güte? Oder muss ich jetzt jeden? Es kann natürlich sein, dass dadurch. Ah, okay. Es ist also der Gouverneur. Hat etwas Zurückhaltung übrig, oder nicht? Na klar, Mann, logisch, oder nicht? Denk dran, wie geduldig er sein musste, bis er alle von seiner Idee mit den Badesachen überzeugen konnte. Stimmt etwas nicht, meine Freunde? Oh, ich sehe, dass ihr eure Badesachen nicht tragt. Sind sie auch so schnell lästig geworden? Nein, das ist es nicht. Wir wollten nur gerade an Bord eines Schiffes gehen, um die Stadt zu verlassen. Oh, ein Schiff, sagt ihr? Ihr habt also eure Reiseklamotten an, ich verstehe. Aber unser Freibrief wurde gestohlen und deshalb möchten wir Sie um einen Gefallen bitten, Herr Gouverneur. Tut mir leid, das zu hören. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Sie müssen uns dabei helfen, jemanden zu retten. Jemanden helfen, der Not ist, ein nobles Anliegen. Aber dazu brauchen wir etwas von Ihrer Stärke. Meiner Stärke? Ja, wir müssen das Stück seines Herzens zurückgeben, das ihm fehlt. Nein, einer mit einem gebrochenen Herzen in unserer Stadt. Das darf nicht sein. Du weißt also, worum es geht, wa? Schick, dann machen wir es kurz. Wie du siehst, ist dieser junge Mann hier ein Zauberer. Und zwar einer, der gebrochene Herzen heilen kann. Beim Barte des Propheten. Und der Mann, dem wir helfen wollen, hat seine Zurückhaltung verloren. Ihr verfügt über unglaubliche Geduld und Nachsicht, Gouverneur. Würdet ihr etwas davon abgeben, damit wir sein Herz heilen können? Das hatte ich nicht erwartet. Aber natürlich gerne. Sag mir, was ich tun muss und ich werde es tun. Prima. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Schick. Und weiter geht's, Olli. Ja, die sagen nicht, was er tun muss. Sie machen's einfach. Bleib stehen, ich reiß dir das Herz raus.
Dankeschön. Ein bisschen Zurückhaltung. Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Mein Herz, es ist viel leichter. Bedeutet das, dass ich ein Stück davon mit dir geteilt habe? Genau. Gut gemacht, Olli. Und jetzt auf zum Dock, damit wir dem Kerl mit dem gebrochenen Herzen helfen können. Danke, Herr Dr. Gouverneur. Ich hoffe, dich bald wieder in Laguna begrüßen zu können, junger Mann. In Badehosen, selbstverständlich. Na, eine Flasche Eiskaffee. Wahrscheinlich irgendein Badepassant vergessen. Und jetzt heißt es, ein gebrochenes Herz zu heilen. Komm schon. Ich weiß, du willst dein Herz heilen. Heile ab. So, zack. Verdammt nochmal, ich habe euch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Flixbahn, langsam geht ihr mir echt auf den Senkel. Bringt das hinter uns, okay, Olli? Jo, nochmal. Dann schenken. Und unsere gerade errungene Zurückhaltung werden die auch gleich mal wieder los. Was hast du mit mir angestellt? なんだよ。どうせただの肖像画だろうが、そんなにムキになんなよ。それは大事なものなんだ。そっちこそ、なんでそんなもの盗むんだよ。こんなものが出回ってると少々都合が悪くてな。じゃあわかった。こうしよう。俺が金で買ってやる。それでいいだろ。ダメだ。絶対売れない。それは必要なんだ。おお。どう必要なのか話してみろよ。話したら返してくれるの？さあ、どうかな。これは賢者様なんだ。この人に会いに行くんだ。ジャブを倒すために。おい、お前今なんて言った。ジャブを倒すんだよ、みんなの力で。賢者様に大きな魔法の力を学ぶためにやな、このオリバーは頑張っとるっちゅうわけや。さあ、話したよ、返して。お前たちがジャブを倒す？で、このハンサム賢者様を本気で協力させようってのか？うん、絶対に協力してもらう。バカか、お前は。どこから来んだよ、その根拠のない自信は。よ、今この世界にジャブに歯向かうってやつはいない。きっとあいつだって。え？あ、いや、とにかくそんなのは無理だよ。可能性あると思う。何？オリバーは私の父ソロンを目覚めさせてくれた。そして私も。ソロン？まさかあの大賢者のソロンか？ソロンは今や本気でジャボーと戦おうとしてるんやで。本当か？ソロンが？本当だよ。まあいい、騙してばっかだったからな。たまには騙されてみるとするか。案内してやるよ、そいつのところにな。え、知ってるの？ああ、ちょっとな。すごい、ありがとう。ジャイロだ、少年、よろしくな。少年じゃない、オリバーだ。おっと、そうだったな。じゃあよろしく頼むよ、オリバー。私はマル、大妖精の雫や。じゃあいよいよ出航だね、オリバー。なんかワクワクするね。Thank you.
Oh, ich habe gerade gemerkt, mein Mikro war die ganze Zeit stumm. Scheiße, ich habe den Mongo Drago gemacht. Cool. Egal, jetzt habe ich so tolle Sachen gesagt. Wunderbar. Ich liebe es in letzter Zeit, mein Headset mutet sich ab und an von selbst. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin auf der Suche nach diesem komischen Geistermagier, der scheinbar hier irgendwo sein sollte. Also ich weiß nicht, ob es so ein bisschen in dieser Stadt ist. Auf jeden Fall hat er gesagt, er geht als nächstes dahin, wo eine kleine Prise weht. Und das weiß ich jetzt natürlich nicht, wo das ist. Na gut, egal. Die letzten paar Minuten waren jetzt ohne Ton. Das ist super. Also ohne meine Stimme. Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz angenehme Erfahrung für euch. Mal ganz kurz, ja, zwei Quests noch da. Ist das denn jetzt da, oder? Naja, egal. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall erstmal mit Let's Play Nino Kuni. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Falls es euch gefallen hat, schreibt doch einen Kommentar in die Box. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder sonstiges habt, könnt ihr mir auch jederzeit privat schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn dann Olli wieder Hallo sagt. Bis dann. Ciao, ciao.